So, meine Lieben, was ist gut, um EP zu kriegen? Genau, Lodas Amulette, beziehungsweise Sachen machen mit Lodas Amuletten aktiv. Dementsprechend schmeiße ich mal all die rein, die ich jetzt in der Veteranenbildung gesammelt habe. Ich komme über 50, perfekt. Und auch noch eine EP-Rolle, weil man den in zum Beispiel Luna nicht benutzen kann. Und jetzt gehe ich Luna. Denn ich möchte einfach mal sehen, wie viel EP schaffe ich es innerhalb von kurzer Zeit zu kriegen, weil ich nun mal echt sauknapp vom Level ab bin. Und ich doch noch gerne das Level abkriegen würde. Vielleicht heute, vielleicht morgen. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt ordentlich, also das sind ja 100% mehr, jetzt nochmal 20% mehr. Wir haben ein bisschen Energie der Rast, wir haben 100% EP-Rolle. Das heißt, eigentlich sollte Luna jetzt so ungefähr 1% geben, wenn wir Luna gemacht haben. Natürlich müssen wir Luna bis zum Ende machen. Und dann gehen wir noch Rift of Oblivion. Rein und schauen, ob wir dort auch noch akzeptabel viel kriegen. Übrigens, wer das gerade sieht, ja, ich habe mein Set verändert. Ich muss es noch vernünftig sockeln. Man sieht es ja nicht. Aber ich habe mir jetzt das Runenzeug geholt. Meiner Meinung nach das Sinnvollere, das mit dem minimal mehr M-Sub. Es gibt ja minimal mehr M-Sub oder minimal mehr Physisch-Def. Und ich hatte vor allem von der vom Etrea-Pass das M-Sub-Teil bekommen und dachte mir, komm, holst du auch das andere. Hat mich. Also drei Teile sind weggeplatzt gewesen und ich habe insgesamt sechs Almighties benutzt. Also ich finde, es geht. Nee, sieben, wenn ich das eine Teil mit reinrechne. Aber es ist okay, ja. Es ist definitiv mehr als akzeptabel. Und man sieht jetzt, wenn man die Ginseng hatte, hat man einfach ultra viele Punkte. Wahrscheinlich kriegen wir auch nur einen Infizierten, wenn ich das jetzt richtig analysiere. Was aber nicht schlimm ist. Ich meine, wir sind froh, umso kürzer es dauert, umso mehr haben wir noch bei weiteren Instanzen, die wir machen können. Ich reg mich gerade nur ein bisschen auf, wenn ich vor 9 aufgenommen hätte, hätte ich zweimal. Ups, ich bin doof. Ich bin richtig bescheuert. Tut mir leid. Huch, er hat mich. Ach, lol, er hatte mich aggro und deswegen das Tor nicht zerstört. Habt ihr es gerade gesehen? Das ist ja lustig. Das wusste ich wiederum nicht, dass das geht. Also, weil wir davor standen, hatten wir ja eigentlich gesehen, ne, weil wir dumm sind. Aber er hatte auch das Tor nicht aggro, weil er mich aggro hatte. Das ist sehr gut zu wissen, muss ich sagen. Das, was ich noch vergessen habe, was mir gerade auffällt, ist hier einmal das Ziehteil hinsetzen. Das habe ich natürlich komplett vergessen gehabt. Aber jetzt mal ehrlich, das ist cool, die Info. Also, ich wusste es nicht, dass er auch andere Aggro haben kann als das Tor. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Also dieser Fehler, dass ich dann davor stand und gestorben bin, hat dann dafür gesorgt, dass das Tor nicht gestorben ist. Also eigentlich war es gar nicht so der dolle Fehler. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Einzig was ist natürlich, wir haben ihn nicht getötet, dementsprechend haben wir nicht, können wir nicht den Tower-Plattform machen. Übrigens, dieses Amulett war nicht gekauft, sondern ganz normal über die Hero Trials, die sich gerade nicht öffnen wollen. Moment, da. Hero Trials bekommen, manchmal kriegt man da dann 20 oder auch ganz, ganz selten 100% EP-Rollen, wenn die massigen Infizierten kommen. Ist es immer so, meh, weg. Ja, das sind jetzt nicht so tolle Sachen dazwischen, muss ich ehrlich sagen. Also 40 Idios töten ist schon heftig. Das ist nichts, was man mal eben so macht. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich Level up werde in dieser oder der nächsten Folge. Ich versuche. Ich bin wieder zu blöd gewesen. Ich hoffe, ich schaffe es noch vorher. Ja, er stirbt noch. Einen nur. Na, Kacke. Ja, das Tor wird aber auf jeden Fall fallen. Das heißt, wir müssen nachher ein bisschen Acht geben auf das zweite Tor. Weißt du was? Wir können auch mal eben schnell. Ja, wir waren zu spät. Ansonsten, ich hätte gerade noch die Leben da holen können, holen müssen. Ach, die Infizierten drücken so meine Performance und okay, vielleicht sollte ich auch im Hintergrund die ganzen anderen Sachen ausmachen, aber egal. Also, das soll halt nicht heißen Hex oder dergleichen, ne? Damit das klar ist. Seid ihr langsam mal tot, Ada? Ist immer welcher dazwischen. Also, das könnte, um ehrlich zu sein, ein knapper Run sein. So, die dunkle Materie kommt. Ja. Und weil ich jetzt nur einen Infizierten hatte, kann ich hier nur dich aufstellen. Was irgendwie blöd ist, aber naja.
Ich hoffe einfach mal, dass es ein S-Run wird. Ich glaube, für die EP selbst ist es egal, ob S oder A-Run. Aber ich finde einfach, A-Run ist tragisch. Wir haben auf jeden Fall unser Item noch. So nebenbei, ich habe jetzt die Waffe gleich umgezogen. Ja, ich habe auch viel zu niedrige Stats auf dem Set. Das liegt aber einfach daran, weil ich jetzt scheiße gesockelt hatte, weil ich nicht genug Nordic-Steine dabei hatte und mir einfach so viele weggeplatzt sind und ich keine Lust hatte, neue zu kaufen. Ja, Ausreden über Ausreden. Ich weiß schon. So, 150.000. So, hoffen wir einfach mal, dass er relativ flott. Wir müssen noch da den Parasiten kaputt machen. Okay, er ist auf jeden Fall auf uns aggro, was gut und schlecht zugleich ist. Kennt ja das Spielchen mit, er ist auf mir aggro, dann macht er keinen Schaden aufs Tor, das ist gut. Aber andersherum, ich sterbe, das ist schlecht. Aber wir haben hinten noch einen Heal, den wir benutzen können. Wir haben ein Item, was wir benutzen können. Daher ist es gar nicht mal so extrem schlimm. Ich werde mich mal langsam zum Heal bewegen. Einen Hit sollte ich eigentlich noch aushalten, den werde ich auch noch holen. So, jetzt aber. Discharge ist, glaube ich, sogar ein bisschen... Ne, gar kein Schaden, okay. Also er ist jetzt auf 25 und das Tor müsste auch ungefähr bei 25 sein. Das heißt, eigentlich können wir es schaffen. Vor allem, weil wir noch das Item haben. Bisschen blöd immer, wenn man bei so etwas ein Item benutzt. Ich muss gleich selber einschätzen, ob ich es benutzen möchte oder nicht. Alternativ, ich könnte jetzt das Spielchen machen, dass ich hier hochrenne mit ihm. Der Nachteil davon ist nur, dass ich eigentlich relativ schnell mit dem Run fertig sein möchte. Und das spricht dann dagegen. Weil, naja, wenn ich jetzt mit ihm hier rumalber, kann ich jetzt natürlich noch ein bisschen machen, dann können meine Leute noch ein bisschen Schaden machen. Ich noch ein bisschen Schaden, aber nicht viel. Und jetzt gleich... Nee, Moment, das macht... Wie war's nochmal? Eins von beiden macht... Da, jetzt hat er die Barrikade aggro. Eigentlich warte ich ja nur darauf, dass wieder der Heal abkommt, da müsste ich nämlich nicht sterben. Geh mal ein bisschen weg, weil ich nicht weiß, ob das AOE-Schaden ist. Ich glaube, es war AOE-Schaden. Das heißt, das war die richtige Entscheidung, wegzugehen. Jetzt der Heal, perfekt. Sind wir nicht mal... Hallo? Heal? Ich hasse das. Sind wir nicht einmal gestorben? Ah, es sind maximal 150.000, die man healen kann. Okay. Das hat man gerade gesehen. Ich dachte, das eine Mal sei nur Zufall gewesen, dass ich genau 150.000 bis voll hatte, aber es sind nur 150.000. Also... Ja, jetzt wisst ihr es. Stock 2. Stock 1. Immer schön Schaden. Jetzt hat er mich wieder, jetzt hat er das Tor wieder. Ich hoffe ja ehrlich gesagt, ja, dass er nochmal eine Zeit lang auf mich rübergeht. Jetzt müssen wir es eigentlich schaffen. Weil, wie gesagt, wenn er auf mir ist, macht er nicht Schaden auf das Tor. Maximal nur AOE-Schaden, aber ich glaube, so krass sollte das nicht sein. Nur dieser eine Hit, den er immer aufs Tor macht. Ich glaube, wir müssen nicht mal das Item benutzen. Lass mal gucken. Doch, wir benutzen das Item einfach aus Sicherheitsgründen. Ja, ich glaube, es war die richtige Entscheidung, das Item zu nehmen. Wäre jetzt echt blöd, wenn ich jetzt einen A-Run kriege. Hat sich das Item gar nicht gelohnt. Ah, ich habe noch genug, das ist gut. Aber trotzdem ist es blöd, wenn sowas passiert. Ja, aber es sollte klappen. Ich meine, es sieht immer so aus, als hätte das Tor so wenig Leben im Vergleich zu ihm, aber er hat einfach so einen gewaltigen Balken und der Torbalken ist so klein. Das Tor ist jetzt auf, sagen wir mal, 20% und er ist auf noch nicht mal 5. Sollte mal einmal über den hier laufen. Okay. Gut, dann haben wir den S-Run schon mal geschafft. Wir werden jetzt hier die Blubbel machen. Wir werden uns auch nicht lange in dieser Instanz jetzt aufhalten. Und, was? Es macht so wenig Dota-Star-Energie weg. Okay, das ist eigentlich ganz schön gut. Das heißt, wir haben noch massig dann für gleich. Und ihr seht, es hat einfach mal 0,7% gegeben, was eigentlich sehr viel ist. Wenn man es mal genau nimmt, das ist viel. Ich hätte die Sachen erschmeißen sollen, bevor ich bei der anderen Instanz stehe, aber naja, was macht man nicht alles für dumme Sachen. So, dann gehen wir mal zur zweiten Instanz, also zu Rift of Oblivion, wo ich jetzt auch einen Clearrun mache. Die im Chat finden das wohl lustig, ihre eigenen Positionen zu posten. Flugtransport, ach, die Gottsteinkiste im BT meint er, die in Anführungszeichen Gottsteinkiste. Ach so, nee, da hinten meint er. Okay, ja, das ist. Es gibt keine Gottsteinkiste, ja. Auch nicht in BT, das wird immer neuen
Spielern, die jetzt erstmal drin sind, gesagt, ja, wenn du da ganz ewig gleitest und so weiter, findest du eine Kiste, wo ein Gottstein drin ist. Alles Schwachsinn. Wir haben echt nur. Wie viel Prozent sind das? 51 oder 53? Also unten steht 51, aber oben die Zahl sieht irgendwie nach einer 3 aus. Oder nach einer 50? Oh Gott, auf jeden Fall sind wir knapp daran, dass wir noch zusätzliche EP bekommen. Das steht auf jeden Fall fest. Wieso wird mir hier ständig angezeigt, dass ich noch was machen muss? Das ist total Schwachsinn. Mit dem Ausrufezeichen. Ja, okay. Hallo, danke. Mit den Ausrufezeichen manchmal. Wir können die Waffe übrigens anlassen, weil meine Aufladung runter ist, was ich eben nicht zu Ende gesagt hatte. So. Dann nehmen wir mal die Feuerverwandlung, soweit es möglich ist. So. Und gehen da mal rein. Ich werde natürlich versuchen, einen möglichst guten Run hinzukriegen. Okay, und trotzdem AOEs und bla und Schaden und so weiter und EP. Ich weiß, dass das hier keinen Drachen spawnt. Ich möchte ihn aber einfach mal ziehen, weil ich nicht seine EP-Zahl kenne. Da vorne ist einer, der einen Drachen spawnt. Übrigens, wenn man weiß, dass man keinen S-Run schafft, muss man auch nicht alle Mobs machen. Ne, das bringt es nicht. So, wir haben ein bisschen Energie des Wachsens gekriegt. Die ist natürlich toll für uns. Da müssen wir uns ins Wasser rein verwandeln. Ich wollte ja eigentlich gar nicht rüber, um genau zu sein. So, bald spawnt ein Drache in uns. Den mache ich, glaube ich, doch noch außerhalb. Ich hatte gerade überlegt, ob ich erst reingehe und dann den Drachen mache. Weißt du, dass ich den Drachen danach spawnen lasse. Aber da habe ich mich doch dagegen entschieden, weil ich dachte, es ist vielleicht besser, den Drachen zuerst zu machen. So, dann müssen wir uns in Wasser verwandeln. Rechtsklick, Wasser. So, und hier rein. Jetzt spawnen hier die Ads. Code Wave. Ja, das ist immer blöd, wenn der Zustand nicht drauf ist und ihr dementsprechend den Skill nicht machen könnt, aber nicht so schlimm. So, und jetzt werden wir den Schwabbel angucken. Du bist ein Warrior-Form, also gleich Wind benutzen. Wind, Wind, Wind. Denn rein offiziell sollte es am meisten Schaden machen. Scheint es mir nur so, dass er gerade jetzt ist er schnell. Okay, es hat ein bisschen mit der Entfernung zu tun, wie schnell wir sind anscheinend bei dem. Kann ich ja mal durchlesen. Ich habe mir das gleich noch nie durchgelesen. Zeit Windschaden aus, wenn es mehr in Range von 15 Meter und Recovery Time wird runtergesetzt. Es setzt, wenn der da vorne geschockt ist, setzt es 800 extra Schaden zu. So, und da steht, causes besorgt zusätzlichen Schaden, falls der Gegner ein Kämpfer ist, Warrior. Und das ist er ja in diesem Fall, das heißt, alles gut, wir machen alles richtig. Und bei dieser, die Attack Speed wird um 30% hochgesetzt, die Attack Range wird runtergesetzt auf 10 Meter, also, ihr wisst es. Noch runter, hoch, was auch immer. Die Schockresistenz wird hochgesetzt. Ja, es wird ein bisschen verändert. Jetzt müssen wir hier eigentlich zusätzlichen Schaden haben, weil er in einem Schock-State ist. Jetzt kriegen wir natürlich danach nur noch. Nee, es sieht ungefähr gleich aus. Was auch immer. Auf jeden Fall würde ich sagen, ist das einer der angenehmsten. Ich finde Wasser immer toll. Wind immer toll. Ist halt echt einfach. Das hat er gerade resistet. Das ist ein bisschen uncool, weil es theoretisch auch viel Schaden macht. So, wandeln wir wieder in Feuer. Wir müssen hinten Golden Stars unter 50%. Aber seht euch das einfach mal an. 132.000 EP. Millionen, Entschuldigung, nicht 1000. 1000 wäre wenig. Millionen ist gut. Und wenn wir jetzt mal schauen, wir haben jetzt schon 1,62%. Das heißt, wir haben nur durch diese paar Mobs fast 1% gemacht. Das ist halt mal richtig gut. Machen wir hier ein paar AOEs rein. Ja, das war dumm, dass ich den Drachen jetzt schon hab herkommen lassen. Naja, ist halt so.
Ich versuche gerade ein bisschen durch die AOEs die anderen zu treffen, aber irgendwie wollte es gerade nicht ganz so, wie ich wollte. Ist aber einfach so, müssen wir so hinnehmen. Oh Gott, hoffentlich hätte ich jetzt noch nicht da vorne. Das wäre nicht so ideal. Ich muss mich, glaube ich, einmal vorher definitiv die Verwandlung wechseln. Wir sind nämlich gerade nicht in der idealen Verwandlung, so als Info. Wenn ihr das noch merkt, auch daran, dass wir so übel zu Schaden kriegen. Wir sind nicht in dem idealen Zustand für diese Mobs. Ist aber nicht so schlimm. Man kann ja einfach dann dementsprechend nochmal sich danach umverwandeln. So, wir sind jetzt wären gegen Special gewesen und das war halt nicht perfekt, was wir hatten. Weil wenn ihr jetzt seht, wir machen zusätzlichen Schaden gegen... Da steht da nicht bei. Vielleicht steht es bei einem anderen... Naja, egal. Wir werden jetzt da vorne den einen nicht rauspicken, weil das, naja, zeittechnisch keinen Sinn macht. Und wir wollen ja trotzdem noch einen vernünftigen Run haben und so viel EP gibt... Obwohl, er gibt doch EP. Wir haben vorher schon, glaube ich, alles gemacht. Ja, komm, wir ziehen den mal eben mit. Beziehungsweise wir machen hier mal eben die Mobs. Wenn wir genau sein wollen, ist besser. Wir machen hier einen EP-Run und keinen zwanghaften. Wir machen das und das Run. Machen wir hier auch nochmal AOEs rein. So, du bist noch nicht tot, okay. So, hier vorne müssten jetzt kommt hier ein Drache runter. Anscheinend ist es zufällig, was runterkommt, oder ist es immer abwechselnd. Ich habe keine Ahnung halt. Weil manchmal, wenn ich hier das mache, kommt hier ein Drachen runter. Manchmal diese 5 oder 6 Ads, die runterkommen. Also es ist jedes Mal ein bisschen anders. So, jetzt müssen wir hier vorne rein. AOE schön reinballern. Da vorne müssen wir uns in Feuer verwandeln. Das heißt, wir verwandeln uns einmal, damit wir voller Leben haben. Aber ansonsten bleiben wir so, wie wir sind. So, und hier rauf. Ich hasse es übrigens, meine Rolle immer zu verlieren. Das ist total nervig. Ja, Feuer ist halt echt geil. Also was Schaden angeht, es ist unglaublich gut, Feuer zu sein. Deswegen verstehe ich auch diese Run-Methode, wo man die ganze Zeit auf Feuer ist, im Grunde nach, und dann hier durchrusht und übelst viel Damage halt macht und versucht, nicht Trouble macht, ne? Kein EP-Run. S-Run kann man nicht EP-Run machen. Das, ihr braucht allein schon viel zu lange für einen einzigen von diesen Mobs. Ihr dürft nichts falsch machen, wenn ihr einen S-Run machen wollt. Wir haben wieder Warrior, das heißt wieder Wind. Ziehen wir mal ran. Einhaken und schießen. Es ist relativ gut, dass wir jetzt Widerwind haben. Ich weiß nicht, ich finde den immer sehr entspannt. Wäre natürlich schöner, wenn wir ein bisschen häufiger kritten, aber rein theoretisch bin ich auf das, was ich jetzt in Anführungszeichen Kritzeit besitze. Wie gesagt, man muss noch hoch. Ist ein bisschen blöd. Ich habe ein bisschen zu wenig. Aber bald bin ich Level ab, dann kriege ich nochmal ganz viel. Wir können jetzt mal sehen, was der bringt, wenn ich habe jetzt schon einfach mal rund 10, ich weiß ja nicht, wie viel ich am Anfang hatte, Prozent Sternenergie verbraucht. Und ich habe bisher nur einen von den 3 Schwabbeln gemacht. Und die sind ja die am meisten EP hier in dieser Instanz geben. Also, es ist lohnenswert. Gut, dass ich meine Sterne jetzt rausgeballert habe. Es ist ja schnell EP machen, ne? Ich freue mich auf jeden Fall, dass es klappt. Wäre diese Instanz schon zu Anfang von 5.0 gewesen, garantiere ich euch, dass die 75er schneller 75 gewesen wären. Du kannst nämlich wirklich diese Instanz, läufst du dann halt auf Cooldown und machst immer diese Schwabbel. Ist definitiv, zumindest für ein Anfangslevel, viel, viel schneller gewesen als der Rest. Weil du, hier brauchst du ja kein Gear, du brauchst ja gar nichts eigentlich. Obwohl, die 75er haben alle Gear. Na, aber es geht ums Grundprinzip jetzt mal. So, wir haben ihn noch tot. Okay, jetzt gehen wir wieder in Wind rüber. In Feuer, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ich hasse übrigens diesen Anzeigebug, dass es aussieht, als hättest du kein Leben. Ist halt ein bisschen scheiße. Bisschen verwirrend immer für einen selbst. Hallo? Ich würde gerne, danke, auf den zuspringen. Das wollte gerade nicht klappen. So, machen wir auch mal andere Schaden. Wir haben wieder Wachstums... Ich habe gar nicht nachgeguckt gehabt. Das ist natürlich doof. Ich denke, es hat meine gesamte Wachstumsenergie verpulvert, was eigentlich klar war. Damit habe ich auch gerechnet.
Wir haben von ihm 109 Millionen gekriegt. Was nennen wir es mal Gutes? Und die Wachstumsenergie ist genau dann abgeklungen. Ansonsten hätten wir nochmal bei weitem mehr gekriegt. Das heißt, wenn ihr volle Wachstumsenergie habt, dann würde ich euch empfehlen, macht dann den EP-Run. Ich hatte mir jetzt keine Lust, vorher ewig eine kleine Mobs zu töten. So, wir werden jetzt das machen, was wir normalerweise nicht machen, und zwar hier unten reingehen, weil ich ein Flugkrüppel bin. Ist das für mich nicht schlau. Aber es gibt nochmal EP, diese Mobs, und ja. Überlege momentan, ob es vielleicht sinnvoller ist, wenn ich von einem Ticken weiter oben in den Windstream reingehe. Hoch, 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 so viel geht und dann. Ich glaube, ich komme nicht rüber. Oh Gott, das war aber knapp. Wieder nach unten im EP-Chat. So. Also das war jetzt gerade wirklich knapper, als ich es liebe habe. Da vorne, das ist keiner, der einen Drachen spawnt. Trotzdem edde ich ihn mal. Ups. Ich dachte schon, der Skill sei rausgekommen. Da vorne wird nochmal ganz viel EP sein. Und ihr seht's, ich werde in diesem Run noch Level up. Alter, ist das krass. Was mache ich denn eigentlich mit der restlichen EP-Rolle? Oh, scheiße, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich logge mich dann gleich aus, damit ich die 100% EP-Rolle nicht in dem Sinne verschwende. Weil ich ja erst bald eine halbe Stunde runter habe. Und es wäre, wie gesagt, Verschwendung, wenn ich jetzt nicht irgendwas damit mache. So, jetzt müssen wir uns hier vorne in die Ads reinstellen. Das wird mehr als schmerzhaft. Machen wir mal ein paar AOEs. La 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 la, schmerzhaft. Aber es lohnt sich. Toller Schmerz dementsprechend. Ja, ich weiß, ich bin gerade hochgesprungen. War eigentlich nicht absichtlich, aber es sah cool aus. Also von daher lasse ich das einfach mal so nebenbei stehen. Wir müssen uns mal hier vorne in die Ads, denke ich, reinstellen, um die jetzt mal zu machen. Ich weiß, dass da zwei Fernkämpfer sind, die auch auf mir drauf sind. Das ist mir bewusst. Ja, wer jetzt da rummeckert, ja, ich kenne ihn. Ich sehe ihn. Ich kenne ihn nicht. Keine Ahnung, vielleicht heißt der Herbert oder. Stopp, es gibt einen Spieler, der Herbert heißt. Das war jetzt unbeabsichtigt. Ich habe nichts mit dem. Jetzt gemeint. Keine Ahnung, mir fällt kein anderer Name ein. So, das da vorne ist wieder ein Drachentypi. Nochmal, woran erkennt man es? Man erkennt es daran, dass er von den Schwarzen ist. Hört sich zwar jetzt doof an, ist aber so. Machen wir den hier mal kaputt. Wie gesagt, der andere müsste nebenbei durch den AOEs zumindest angehittet werden. Und ich hoffe, dieses Mal kommt die Brücke passender für uns. Ich denke ehrlich gesagt, das D-Run ist auf jeden Fall möglicher. Aber C wird jetzt eigentlich schwer, sehr schwer. Ich weiß nicht, was der letzte Mob für eine Verwandlung hat. Das ist ein bisschen danach abhängig. Also ihr seht ja, C-Run sind wir momentan noch für 7,5 Minuten noch ungefähr. Man sollte 3 Minuten ungefähr für den Boss einplanen, also circa. Das ist natürlich alles nur ein geschätzter Wert. Aber ja. Wie viel Prozent haben wir jetzt gemacht? 3. Einfach mal 3%. Das ist. Ich erkläre es bei Level 70, ist 3% viel. Ja. Könnt ihr mal zusammenziehen, wie viel EP wir tatsächlich gemacht haben, oder jemand könnte es ausrechnen, wenn er sie es möchte. Wieder Varia, das ist richtig. Also, wir haben heute den Kriegertag oder so. Das hier vorne ist übrigens doof. Ich hasse das, wenn ich nicht auf sie laufe, sondern sie auf mich. Keine Ahnung, das gehört sich so nicht. La 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 la. Wir werden jetzt nicht die Verwandlung wechseln, sondern erst für den Typen gleich dann. Werden ihn ja noch machen. Naja, er muss halt gemacht werden. Muss nicht, aber ich will die EP haben. Wie viel Wachstumsenergie haben wir jetzt für den Mob? Ah, 3%. Das wird auch nicht reichen. Ist den Gründer nur eine schöne Geste. Dass wir noch ein bisschen mehr EP kriegen, aber naja, nicht wirklich. So, der ist tot. Wir müssen uns in Wind rein verwandeln. Nehmen ihn und machen ihn jetzt kaputt. So, machen wir noch ein bisschen Schaden auf ihn. Ich freue mich darauf, wenn ich. Eigentlich müsste ich jetzt durch ihn tatsächlich Level Up kriegen. Ich meine, ich brauche noch. Na, es könnte knapp werden, dass ich gerade durch ihn nicht, aber dann durch den
ziemlich rässig Mobs auf jeden Fall. Ich will das Level ab, das Level ab, das Level ab. Was ist der Buff? Was sagt er mir? Also ich weiß, dass es der Movement Speed ist. Movement? Ich kann mich nicht bewegen, weil ich festgeankert bin, aber danke, dass mein Movement hochgesetzt wird. Okay. Ich glaube, das ist ein Fehler und da soll eigentlich Attack Speed stehen. Seht ihr das? Hin und wieder setzt sich der Cooldown von dem einen um viele Sekunden zurück. Also, ist halt so. Immer um 4 Sekunden, wenn ich das richtig sehe, oder um 3 tatsächlich, und das sieht halt nur aus wie 4, weil in der Sekunde ja auch eine Sekunde abgeht. Aber es verbraucht viel Mana, diese Mobs hier zu machen, ne? Seht ihr das? So, wir haben wieder durch den Wachstumsenergie gekriegt. So, wie viel Prozent brauchen wir noch? Nicht mehr viel. Nice. Darum müssen wir Erde sein, deswegen verwandeln wir uns jetzt auch in Erde. So, machen wir mal da hinten Erde weiter. Hi Erde. Machen wir hier mal ein paar AOEs rein. Ich hatte halt gerade nur darauf gewartet, dass der Mob endlich meint, zu mir zu kommen. Die Mobs, nicht der Mob. Plural. So, jetzt müsstest du auch tot sein. Komm, stopp. Danke sehr. Und wir müssen jetzt durch den Boss. Ich glaube, das wird ganz knapp nichts. Aber das schaffen wir trotzdem noch. Upsala, Wind. Wir haben jetzt gleich den Templar vor uns. Idealerweise zieht man die Mobs an die Seite. Denn falls man den Mage hat, der Mage bewegt sich nicht, dann hat man die Ads direkt um sich rum, wenn man beim Mage steht. Dann muss man nur da die AOE hinpflanzen. Deswegen stellt man sich an die Ecken. Wer das noch nicht wusste. Das Einzige, was ist, hier durch ein bisschen gegen und ja, soll Oblivion. Jetzt kommt schon der Nächste. Was bist du? Du bist... Gladi. Gut, das heißt, wir können eigentlich fest geankert bleiben. Das war jetzt ein bisschen dumm, dass ich mich losgemacht hatte. Achtet darauf, wenn er castet, dass seine Wachen, seine Typen kommen, müsst ihr auf jeden Fall euch losmachen. Jetzt muss ich mich losmachen, weggehen. Okay, hier vorne sind sie. Und die beiden töten. Ich weiß, das war nicht der richtige Skill, aber der andere war gerade nicht ab. Ich hätte den eben auf den Mob-Boss nicht setzen dürfen. Kann mich wieder verankern eigentlich. So, und weiter geht's. So, wieso hat man das gemacht? Und zwar, die Ads machen jeweils fast Half-Life. Das heißt, wenn ihr sie nicht macht, dann, dann war es das. Also, ihr dürft nicht... Also, die Ads sind Nahkämpfer und ihr dürft halt nicht auf die Range von denen kommen. So, Oblivion. Das heißt, wir haben jetzt den letzten. Wir stehen nicht ganz perfekt, aber das sollte passen. Wir haben den Assa, das ist gut. Das heißt, wir gehen in Erde rüber und machen ihn mit Erde fertig. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, kriegen wir sogar noch einen C-Run. Nice. Und das, obwohl wir... Ups, Entschuldigung, ich habe gerade durchgezogen. Obwohl wir trotz alles gemacht haben, ne, komplett. Wir haben ja nichts ausgelassen an Mobs, wenn ich mich richtig erinnere. Außer vielleicht mal einen Drachenspawn-Mob, also nicht tatsächlich einen Drachenspawn-Mob, aber sozusagen Drachenspawn-Mob. Die Tiamat-Fighter halt. Nicht die Beritra. Ich mach mal ein paar Mal hier die AOE dazwischen. Eigentlich wäre es besser, wenn ich eine Text-Vitrolle benutze, denke ich. Aber egal. Wir müssen ihn jetzt eh nur noch fertig machen. Da ist jemand online gekommen. Ja, aber wie gesagt, ich docke mich hiernach dann aus, weil das sinnvoller ist für meine EP. Also nebenbei, ich habe das bemerkt, die Quest, die man hier drinnen immer wieder hat, hat sich nicht aktualisiert. Aus dem einfachen Grund, weil ich mich beim letzten Mal hatte ich mich nicht verwandelt gehabt. Und ich soll momentan mich in Wasser verwandeln. Und das kam jetzt in den gesamten Run nicht vor. Dementsprechend hänge ich da sozusagen fest.
Weil wir hatten kein. Es sind ja dreimal, wo man spezielle Verwandlung haben muss und da war jetzt keine Wasserverwandlung bei. Beim letzten Run schon und die Wasserverwandlung hatte ich damit Feuer gemacht. Dementsprechend habe ich die Quest nicht fertig. Ich denke auch, dass ich sie dann abbrechen werde, weil es sinnvoller ist. Aber jetzt mache ich eher erstmal den Boss. Ah, es wäre schön, wenn ich 100% der Zeit kritten würde, wäre es halt echt schneller. Aber naja, tue ich nicht, ist halt so. Aber es wäre cool. Oh, diese Animation nervt ja so ultra. Meine sieht halt echt doof aus. Ich antworte übrigens gleich auf das Huhu, nur momentan ist es so, es macht gerade keinen Sinn zu antworten. Oh Gott, 11 Sekunden habe ich nur noch. Nein, ich glaube, ich schaffe ganz knapp nicht Zebern, weil ich gerade die ganze Zeit doof hin und her quatsche. Scheiße. Ja, das ist nicht mal knapp, aber wir haben zwischendurch ein bisschen Zeit verloren, deswegen. Ist okay, mich stört das nicht. Wir hätten nur fast einen Zebern trotz EP-Run geschafft. Schade. Wenn man das eine Mal, glaube ich, nicht runtergesprungen hätte, es, glaube ich, einen Zebern gegeben. Aber naja, egal. Und wir sind Level up. Endlich. Oh Gott, wie viel Prozent habe ich jetzt noch? Ah, 0,7, also wirklich ganz knapp Level up. Gut, ich werde meine CP eigenständig verteilen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei weiteren Folgen und bis dann.